Während die aktuelle Saison so langsam in die heiße Phase geht, laufen die Kaderplanungen bei unseren TSG-Frauen für die kommende Spielzeit und darüber hinaus bereits auf Hochtouren. Viel Arbeit für Cheftrainer Stefan Lerch und Ralf Zwanziger. Der Leiter für Frauen- und Mädchenfußball zeigt sich jedoch sehr zufrieden mit den neuesten Entwicklungen. Natürlich freuen wir uns zum einen über die beiden Verlängerungen mit Chia und mit Jana, dass die noch über die Saison hinaus uns erhalten bleiben. Und natürlich freuen wir uns auch, dass wir mit Leonie Meyer jetzt die erste Neuverpflichtung, externe Neuverpflichtung für die kommende Saison bekannt geben konnten. Leonie ist eine sehr erfahrene Spielerin, die auf höchstem Niveau gespielt hat und die auch immer noch spielt und sicherlich auch gerade unseren jungen Spielerinnen weiterhelfen wird, sich zu entwickeln und natürlich auch selber Akzente setzen wird. Weiter planen können Lerch und Zwanziger auch mit der 25-jährigen Abwehrspielerin Jana Feldkamp. Jana hat über 150 Bundesligaspiele, ist Nationalspielerin. Da sind wir wirklich stolz und glücklich, dass sie jetzt verlängert hat, bis 25 erstmal. Und sie wird uns weiterhelfen, unsere Ziele zu erreichen. Ich freue mich sehr, dass ich meinen Vertrag bei der TSG bis 2025 verlängert habe. Ich fühle mich im Team und in der Region einfach super wohl. Ich glaube, dass wir gute Chancen haben, mit dem Team noch einiges zu erreichen. Und ich freue mich, meinen Teil dazu beitragen zu können. Das möchte in den nächsten Jahren auch die 20-jährige Mittelfeldspielerin Gia Corley. Das ist auch für den neuen Trainer extrem wichtig gewesen, dass Gia mit dabei bleibt. Gia hat Fähigkeiten, die ja, sehr außergewöhnlich sind. Und wir sind uns sicher, dass sie die auch mehr und mehr noch abrufen wird und die komplette Mannschaft dadurch auch noch besser machen wird. Ja, ja. Ich habe in den letzten Wochen einfach von Hoffmanns Seite aus das Vertrauen gespürt und es hat mir ein gutes Gefühl gegeben und ich freue mich einfach, in der weiteren Entwicklung von Hoffmann dabei zu sein. Da wir auch aktuell um den dritten Platz kämpfen, ist einfach sehr spannend und ja, ich will einfach in der positiven Entwicklung gerne dabei sein.